Stell's einfach vorne dran, oder? Das ist eigentlich egal. Einfach mal daher. Das ist ja eh alles jetzt halt nur für den Moment sozusagen. Also das müssten sie noch ändern. Die müssten noch einen Regensensor irgendwie in das Spiel reinbekommen. Ja. Weil das Ding sprenkelt, obwohl es regnet. Das ist sau sinnlos. Ja, absolut. Ach, da oben ist auch einer. Was? Bienending hier. Ja. Warte mal, ich stelle das unten mit hin zu dem anderen. So, einen Versuch mache ich jetzt noch mit dem, mit der blöden Möwe. Oh, jetzt kann ich sie nehmen. Oh, wie nett. Hast die Skillung? Hast Ja. jetzt. Hast du mein Bienenhaus gesehen? Ach nee, glaube ich, hast du noch gar nicht gesehen. Ich glaube, der Part kommt heute. Ist nicht einfach nur ein Verschlag mit Brettern drumrum. Ja, der ist besonders gebaut. So. Wieso besonders gebaut? Durst. Ja, das müsstest du in dem Part sehen. Warte mal, wann habe ich den? Oder ist der heute oder ist der gestern? Oder. Oh Gott, ich Also weiß heute es kam noch nicht. nichts. Nee, das muss ich auch erst noch hochladen, weil sonst. Ich bin jetzt halt eh schon knapp an Zeit. ich renne die ganze Zeit mit dem Biokraftstoff rum. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich da auffüllen kann. Oh ja, du musst hier, da, los. Was denn? Völlig Warum ist unbeeindruckt. der wieder runtergegangen? Hast du den Motor an? Nein, aber der füllt sich doch auf. Der füllt doch den Motor auf. Ach so, stimmt ja. Es fängt schon wieder das Ruckeln an, das gibt's ja wohl nicht. Komm, füll auf, ich will jetzt nicht die Dose verschwenden. Jetzt halt. Oh. So, hier haben wir nur Essen drin. Ich habe so einen komischen Pfeil hier einstecken. Nehmen wir mal das Ding. Wollen wir jetzt dann mal in Rückwärtsgang einlegen und mal weg von der Insel Du hier? bist der Major. Also, dann Rückwärtsgang und gib ihm Vollgas. Wieso, wenn ich der Major bin, wieso muss ich jetzt hier die ganzen Sachen hier anmachen? Und den Anker hoch und ist er. Den Oh, er ist Anker schon habe ich oben. doch schon oben. Oh. Du Troll, ehrlich. Na, du trollst mich doch. Sag mir, wenn ich umschalten soll. Jetzt. Juhu, volle Kraft voraus. Haben wir eigentlich einen neuen? Einen neuen was? Einen neuen Hinweis, wo es hingeht? Tangaroa, ja? Ja. 9975. Genau. Brauchen wir ja noch nicht hin. Warte mal, kann ich da vielleicht mal wieder ein Screenshotlein machen, weil ich habe echt immer jetzt das gleiche Bild genommen von uns, ne? Ja, passt doch. Oh, dem Sonnenuntergang entgegen. Ah, oh, weg ist er. Drehst du komplett? Oh, wow. Jawohl, genau drauf auf die Insel. Fahren wir sie um, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Du wolltest dich doch einmal komplett drehen, oder? Ja, klar. Können wir noch mal Tschüss sagen? Auf Nimmerwiedersehen. Stirb! Los! Stirb! Attacke! Entern! Los! Wow! Ich habe meinen Haken nicht einstecken. Feuer! Feuer Ich habe auch frei! Brennt keine es nieder! Pfeile. Lasst keine am Leben! Frauen und Kinder zuerst! Los! Oh Mann. Was? Oh, out.
Ich tue mal meinen Bogen weg und ich tue auch diese komische Machete-Dingsbums weg. Dann tue ich in die Kiste hier wieder den Dingsbumswerfer da und den Kanister. Treibstoff. Eigentlich sollte ich mal schauen, dass ich nochmal Kisten mache. So, wir fahren jetzt direkt drauf zu. Auf den. Auf die Kuppel. Jawohl. Schrott brauche ich 6-mal. Und Seile, aber jetzt sammeln wir wenigstens endlich wieder Zeug. Ups. Frage. Antwort. Hatten wir nicht 2 Hühner? Ja, 2 Hühner. Ja. Und warum? Was ist das zweite? Die sind doch beide hier drin. Okay, rest in peace. Wo ist das zweite Huhn? Ich weiß nicht, also ich hab's ja nicht rausgenommen. Ja, ich doch auch nicht. Ich war ja am Lenken, am Fahren, am... Ist es rausgeflogen? Ich weiß es nicht. Hat es Flügel bekommen? Ja, nein, wollen wir mal zurückfahren und gucken, ob es irgendwo im Wasser treibt? Das können wir gerne machen, ja. Weil die halten sich ja eine Zeit lang Oberwasser. Und das Mann jetzt über Bord, Mann über Bord. Nein, Huhn über Bord. Aber wir sollten auf jeden Fall uns hinlegen zum Schlafen, dass wir Licht haben, dass wir auch was sehen. Ja. Weil wenn wir jetzt dahinter fahren, kann man das Huhn kann man das Huhn auch im Netz fangen? Also in dem Fangnetz? Nein, ich glaube nicht. Das müssen wir mal ausprobieren. Wir schmeißen mal ein Tier ins Wasser und jetzt nicht fahren das Huhn drüber. Überfahren. Vor allen Dingen, wo ist das Ding? Ich weiß es nicht. Rettungsaktion jetzt hier. Ah, super, dann können wir das ganze Plastik gleich auf. Ich glaube, ich sehe es. Jetzt echt? Ja, ich sehe es. Es läuft über Wasser. Direkt vor uns. Tatsächlich, ja. Aber du musst, glaube ich, ein bisschen links schwenken. Hoffentlich geht es nicht unter. Man sich trefft es? Wie? Mit Pfeil und Bogen? Ja. Du musst links lenken. Wir fahren hier gegen die Insel. Wieso muss ich das machen? Weil du dein Major bist. Ja, eben. Eben deswegen nicht. Wir hängen gleich. Ach. Gut. Geschafft. Und es... Fast, es geht hoffentlich da hinten ins Netz rein. Oh oh. Das wird knapp. Ich glaube, wir bleiben hängen. Ach, papalapap. Naja, du bist der Steuermann. Oh, doch. Nein. Zurück. Rückwärts. Los. Hallo, ich will dich tragen. Danke. So, das Huhn muss aber jetzt einen besonderen Namen bekommen, oder? Freedom. Ja, von mir aus. Es gackert mich an. Ja. Gott, jetzt haben wir auch noch eine Rettungsaktion hier. Hey, cool, wenn ich den Namen vom Huhn ändere oder vom Tier ändere, dreht sich der Body nicht, wenn du rumschwenkst. Cool. Also normalerweise dreht sich ja dann irgendwie das Ganze, ne? Du bleibst ja an einer Stelle stehen, ja, aber in dem Fall dann nicht. So. Seid ihr jetzt beieinander, ja? Alles wieder gut? Die haben sich bestimmt gestritten, ne? Ne? Männlein, Weiblein. Und er hat dann die Schnauze voll gehabt und ist gegangen.
Vielleicht so. Auch durch das Drehen, dass das irgendwie dann, keine Ahnung. So, jetzt nicht nochmal hier. Sonst kommt er auf den Grill. Genau. So, ups. Ich will ja mal mit dem Mausrad drehen, aber das geht ja gar nicht. Ich stelle jetzt mal eine Box hier bei dem Dingspender auf. Dass wir da eben die Treibstoffsachen und so weiter rein tun können. Und vielleicht auch die Eier hier reinsammeln. Boah. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen, um das Ding zu bauen hier, ey. Lange. Ja, weil wir aktuell nur von Insel zu Insel fahren. Wir tun ja nicht, bauen. Also wir fahren ja aktuell nur, weil wir ja klar die Sachen auch haben wollen, ne? Ja. So, und Tangaroa ist jetzt ja dann erstmal fini. Ja. Was sagt eigentlich die Zeit? Weil, wenn ich mir in meine Kaffeetasse guck. Wir sind bei einer Stunde 40. Oder meinst du die Uhrzeit? Nein, ich meine schon die Zeit, die du zuerst genannt hast. Aber wenn ich in meine Kaffeetasse gucke, ist die immer noch leer. Ist die immer noch leer? Ja. Das ist doof. Das würde ich an deiner Stelle sofort ändern, ne? Hm. So. Wollen wir dann mal ein kurzes Päuschen machen? Ein Päuschen machen? Ja, können wir doch gerne machen. Also ich meine, ich bin ja, also, ja, wahrscheinlich schneidest du das eh, aber ich bin dann in jedem Part mal immer wieder weg, mal wieder da, mal wieder weg. Ja, das wird so sein. Ja, aber das ist nicht das, wie ich mir das eigentlich vorstelle, aber... Nein, ich habe eine Stelle habe ich rausgeschnitten. Also noch nicht, aber ich werde sie rausschneiden. Aber das jetzt, das kleine Päuschen, das brauche ich nicht rausschneiden. Da machen wir jetzt einfach mal eine Päuschen. Du bist genauso am Kistenwühlen wie ich. Ja, das ist schrecklich. Ja, das ist wirklich schrecklich. Wenn du keine Sortierung hast, irgendwie die passt, ne, dann... So, ja. Schlafen. Los, hinlegen. Ja, Chef. So. Wir waren ja, oder ich war kurz auf der Insel, während Sandman unterwegs war und hab dabei diesen Tiki-Kopf geholt. Ja, der erste an Bord. So. Ja, wollen wir düsen? Ja. Okay, dann machen wir die Motoren an. Anker ist oben. Perfekto. Jawohl. Gleich wieder zwei Eier geholt. Dann kann ich da hinten gleich wieder reinschmeißen. Ach, das Ding ist voll cool. Oh, warum hängen die? Weil wir zwei Motoren laufen lassen müssen. Ich dachte, du hast den anderen angemacht. Nein, ich dachte, du hast den angemacht. Hä? Welchen hast du jetzt angemacht, welchen nicht? Den rechten. Der rechte, den habe ich angemacht. Oh nein, ein Fass. Ob ich es schaffe? Ah, ich glaube, das ist zu weit weg. Mist. Naja, egal. Es werden noch viele Fässer unseren Weg kreuzen. Ja. So, Planken rein. Doch ja, PVC rein. Bladder rein. So, und was haben wir hier? Bücherstapel. Ah, toll. Oh, ah. So, wie viele Meter sind es noch? 800? Doch, ich glaube 800. Viel dürfte es nicht mehr sein. Da rechts ist noch eine Insel. Aber wir fahren jetzt mal straight zu, oder?
Ja, also ich hätte jetzt, wenn die so weit weg ist, hätte ich nicht halten. Ich habe das bei mir auch immer so gemacht, dass wenn es zu weit weg war, ich bin nicht geschwenkt. Ich bin immer in dem Fahrwasser geblieben. Einfach wegen dem Loot, weil es ja dann doch sinnvoller ist. Da bin ich bei dir. Und die Bienen produzieren ja, also von daher. Oh, war vielleicht ein wenig zu früh. Aber hey, es sind zwei Stück insgesamt. Das ist doch. So, jetzt geht es Sammeln wieder los. Juhu. Wir haben jetzt einen Motorstopp-Generator neben dem Anker. Cool. Das macht mich happy, happy. Hallo. Mal gucken. Ne, wir brauchen noch 5 Titan, aber haben wir nicht, ne? Ich habe alles durchgeschmolzen, jetzt haben wir noch eins über. Okay. Nein, halt! Puh. Was? Hi, halt? Nein, ich habe die Titanwaren aus Versehen rausgeschmissen. Lass mich der Sammler sein. Oh, Turtles. Was? Oh. Hier? Oh ja. Oh. Hallo. Hallo ihr. Die sind hübsch, ne? Also generell die Tiere sind total hübsch gemacht, finde ich. Auch die Delfine. Ja. Tatsächlich, aber den Wal habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe ihn nur einmal ganz kurz gesehen, wie er noch abgetaucht ist, dann eine Flosse. Wow. Ja. Dann habe ich zwar alles auf Stopp und bin dann hinterher geschwommen, aber habe ich nicht mehr gesehen. Die tauchen dann so schnell ab. Ups, jetzt habe ich gerade einen Hänger gehabt. Ein Hänger? Du wieder, ne? Ja, das ist. Nimm deinen Hammer in die Hand und baue. Habe ich doch gerade schon. Also die Kisten da hinten, das, ja. Ich weiß schon, suboptimal. So, ist der Sprenkler leer? Oder ist die Batterie wahrscheinlich leer? Ich habe bei mir auf meinem Schiff tatsächlich für jedes Teil, also für wirklich alles, eine eigene und separate Kiste. Es ist nichts doppelt in einer Kiste. Also kein Ton und die Schüsseln zum Beispiel zusammen, sondern es ist wirklich, es hat alles seine eigene Kiste. Krass. So, und jetzt wäre es super gewesen, wenn der Spender voll ist mit Wasser, weil die Tiere haben nämlich kein Wasser. Ist das nämlich die Batterie alle? Die haben doch noch. Wiese haben sie doch noch. Ja, noch. Für vier Tiere drei. Ja, mehr brauchen sie doch nicht. Ja, genau. Für den Moment. Warte, ich schau mal, weil wir müssten eh Batterien bauen. Wir leben doch eh nur in den Moment hinein. Aktuell ja. Wir könnten mal Kupfer durchschmelzen. Obwohl, haben wir ja auch noch einiges. Dann mache ich mal, wenn ich jetzt halt schon insgesamt 12 Kunststoff habe. Oh, Nein. guck mal, was da vor uns auftaucht. Ist doch uninteressant, was da vor uns auftaucht. Ja, Ich eben, komme, ich komme, ich komme, ich komme. wir wollen auch nicht nach vorne gucken, wir schauen zurück. Oh, habe ich die schon lange nicht mehr gesehen. Mindestens schon eine Woche her. Ja. Boah, das wird jetzt auch wieder ewig dauern, Du bis wir da durch. Obwohl zu navigierst? zweit. Also Ich wir würde sind. mir tatsächlich in Anbetracht der Situation, dass wir ja beide kein, also dass wir ja keine Lamas haben hier und dass wir uns ja keine Rucksäcke machen konnten, würde ich tatsächlich sagen, wir geben Tokens aus für Rucksäcke für uns beide. Was willst du? Ach so, die Tokens. Ja. Nein. Wie nein? Nein. Wir kaufen doch keine Rucksäcke, wenn wir uns die selber herstellen können. Ja, haben wir irgendwo Lamas? Nein, aktuell noch nicht. Ja, dann sollten wir aber doch vielleicht Hast auf du eine schon große so viele Insel kommen. Tokens? Wir haben noch gar keine. Ja, siehst du.
Aber wir finden doch 30 Stück. Wir könnten sogar, glaube ich, 34 finden, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder 32. Kaktus! Ja, wir fahren direkt auf die Loading Bay zu. Das ist ja cool. Ja, das ist praktisch. Ja. Das ist cool. Was war jetzt das für ein Stoßseufzer? Na, naja. Freust dich schon auf Tangaroa, hä? Mhm. Obwohl zu zweit geht's ja eigentlich relativ fix. Naja. Finde ich schon. Ey, wir können uns einen Teppich knüpfen. Super. Soll ich schmeißen? Du kannst ja mal die Motoren dann rückwärts laufen lassen. Okay, laufen rückwärts. Ah! Da! Ja, dann kann, weiß ich ja selber, wann ich halt. Jetzt. Stopp, 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 stopp! Ja, sonst geht das Ding unter. Das Ding unter? Ja, hier die Kuppel. wenn wir da ein Loch reinrammen, dann. Ja, dann war's das, ne? Ja. Dann brauchen wir viel Taucherflaschen. Da wollte ich jetzt rein. Such dir doch eine eigene Kiste. Nein, halt das nicht, das und das und. So. Ja, ich muss mich tatsächlich auch noch vollfüllen. Okay, was brauchen wir? Axt brauchen wir erstmal nicht, ne? Nö. Die Machete. Stimmt, genau. Die Machete werden wir brauchen. Wo tue ich denn jetzt die Batterien hin? Verdammt. Das brauche ich nicht. Aber die könnte ich doch... Da bei die Romats tue ich jetzt einfach mal die zwei Batterien. So, ich schnapp mir noch einen gleichschenkligen Unterschenkelschenkel. Mhm. Den pfeife ich mir rein. Pieper gibt's da ja nicht, was wir brauchen, ne? Oder zum Holen. Bitte? Im Pieper kann man da ja nichts. Nee. Da kann man nichts holen. Oh, ich habe noch zwei Eier. Egal. Wie kann ich das da raus tun? Das da. Zack. Dann kann ich gleich den Honig wieder auffüllen. Dann können die schon mal wieder vor sich hin tropfen. Gut. Hast du die Machete jetzt eingesteckt? Nö. Wir haben da noch gar keine, glaube ich, oder? Doch? Doch, wir hatten eine, ja. Da ist die. Jetzt ist nur die Frage, weil wenn du jetzt halt Häuser durchmachst und ich Häuser durchmachen, dann bräuchten wir zwei. Eine. Ja, jeder eine. Ja, ich kann mir ja schnell eine machen. Machst du? Ja, mache ich schon. Okay. Ansonsten habe ich eine angelutschte Axt, die brauche ich nicht. Ich habe einen Speer, der fast kaputt ist. Wir wollen die Ratten wahrscheinlich looten, ne? Ja. Ist nur die Frage, haben wir... Metallpfeile wäre nicht schlecht. Haben wir noch 53 Stück. Und 30, eine 21 habe ich einstecken. Ich stecke mir 30 ein. Das wird reichen. Aber dann brauche ich noch einen Bogen. Bogen, den mache ich mir auch noch schnell. Ja, warte mal, Bogen. Zwei... Die Seilkiste echt Schnur genannt? Ja. Schnüre? Ja.
Was dagegen? Oder wie? Nein, 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 nein. Willst du dich jetzt beschweren hier? Nee. Also komm, trödel nicht rum.